Kitana fand sich in einer wundervollen, strahlenden Stadt wieder, durch deren Straßen sie spazierte. Dies war Edenya, ein Reich befreit von der Außenwelt. Und Kitana war seine schöne Königin. Das war der von Raiden unbeeinflusste Lauf der Zeit. Das Erdenreich war durch Shao Kahn zerstört worden, aber Kitana hatte das Armageddon überlebt und die übrigen Reiche vereint, um ihn zu vernichten. Dauerhafter Frieden war das Ergebnis. Kitana erwachte aus dieser Vision und fand sich im Unterreich wieder. Sie war nicht die Königin von Edenya, sondern eine Wiedergängerin aus der Hölle. Und dafür hasste sie Raiden.